Das ist Andreas Spörri. Zum fünften Mal leitet er eine Opernballeröffnung. Priska Zeisel, Halbsolistin, gibt den Einsatz für Andreas Spörri. Eigentlich ein Pflichtstück für eine ungarische Choreografin. Dieses Jahr ist die Frau Evelyn Terry die Choreografin. Mit ihr habe ich mich im Vorfeld jetzt bereits zusammengesetzt. Das ist eine sehr interessante Zusammenarbeit. Also auf eine Distanz von 100 Metern müssen wir taktgenau, tempogenau zusammenarbeiten. Staatsballettdirektion, der Direktor Mayer, gefragt, ob ich diese Choreografie machen würde. Und meine erste Frage war, wer ist Dirigent? Und da erfahre ich, dass der Herr Spörri. Dass er schon fünftes Mal dirigiert, das ist schon ein guter Beweis. Und auch das Ballett immer dirigiert, nicht nur, dass sie in Opernball aufgetreten. Die Tänzer haben die immer eine bestimmte Vorstellung von den Tempis. Und die Tänzer müssen die ihre Schritte durchführen und das muss passen, die Tempos. Für mich ist es natürlich klar, dass ein Dirigent, das Orchester eine dienende Funktion hat. Meine Bewegungen müssen quasi adäquat zu denen der Tänzer sein, damit das Orchester wirklich im Tempo exakt begleiten kann. Und dann schaue ich mir immer wieder Proben an, weil ich dann Tempi mit Bewegungen mir merken kann. Und dann bleibt es auch in meinem Körper drin. Da müssen im Vorfeld einfach die Abmachungen ganz klar bestimmt werden, damit dann live, mit wenig Proben live, dann das wirklich funktioniert. In den 5 Jahren der Zusammenarbeit mit dem Staatsballett arbeitete Andreas Spörri mit einer Vielzahl an Solistinnen und Solisten. Es warten auch 2 Solisten. Solistin und ein Solist im Hintergrund auf ihren Einsatz. Maria Jakovleva, sie ist aus St. Petersburg, seit 2005 Solotänzerin der Kompanie und seit 2010 erste Solotänzerin. In nur wenigen Proben gilt es, das perfekte Timing für den Ball der Bälle zu erarbeiten.